Super, Till, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wir haben ja gestern auch schon festgestellt, wir haben so einige Parallelen, haben beide an der HSG studiert. Ich glaube, wir haben uns da aber nicht gekannt. Ne? Wir haben uns dann mal in München kennengelernt, auf so einem Aktienabend. Haben beide jetzt eigentlich auch, sind junge Väter und selbstständige Investoren und eine Leidenschaft für Aktien. Und war noch irgendeine Parallele? Ah ja, genau. Und du hast mal ein Buch geschrieben und ich bin dabei. Ja, das ist schon relativ viel. Du bist dabei. Wollte ich noch fragen? Ja, es ist relativ viel. Ja, und danke, dass du mich noch eingeladen hast für das Gespräch. Tatsächlich habe ich mich gestern gefragt, worüber schreibst du denn genau? Ja, kannst du da schon mal eine kleine Preview geben oder ist das ja, noch ein Geheimnis? Ich will noch nicht über ungelegte Eier, ne? Und dann kriegst du es irgendwie nicht fertig. Und aber es geht natürlich eigentlich, dieses hat was mit zu tun mit dem ganzen Thema Finanzbildung. Ja? Also vielleicht noch, du bist ja schon sehr spezifisch gewesen und meine Idee wäre, ein bisschen breiter zu gehen und ein bisschen auch mehr den Massenmarkt zu erreichen, weil irgendwie so das Problem ist ja, dass die Deutschen ihr Geld so schlecht anlegen. Also Investors ist eines so schöne, aber ich glaube immer, ich versuche halt immer noch so ein bisschen, dass man auch gesellschaftlich Mehrwert leistet und wenn man halt irgendwie Leute erreicht, dass sie ihr Geld irgendwie das ein bisschen verstehen und ein bisschen besser anlegen, glaube ich, ist viel geholfen und soll noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ja? Aber freue ich mich schon drauf. Ja, aber wir wollten ja heute ein bisschen über, du warst auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Das genau, ist ja letzte Woche. Veranstaltung, dass wir ein bisschen darüber sprechen. Und wir haben auch 2, 3 Aktien, glaube ich, im Vorfeld gesagt. Da können wir uns da noch ein bisschen austauschen. Aber sonst erstmal allgemein, gab es irgendwas ganz Neues, Spannendes, was du entdeckt hast? Ja, ich bin jetzt das 5. Eigenkapitalforum gewesen und dann spielt sich schon eine Routine ein. Ich war 3-mal für meinen vorherigen Arbeitgeber da und letztes Jahr das erste Mal mit meiner Firma. Da war es aber noch so, dass ich die Firma gerade erst gegründet hatte, auch noch keine Assets in dem Sinne eingesammelt habe und das alles vom Zeitablauf so war, dass ich überhaupt kein Unternehmen sprechen kann. Und für mich war eigentlich das Besondere an diesem Eigenkapitalforum, dass ich das erste Mal für mich da war, selbst entscheiden konnte, welche Unternehmen treffe ich. Und da muss man aber sagen, war es doch recht große Routine, die da abgespult ist. Man hat sich mit vielen Investoren getroffen, in Network-Meetings abends und ich habe 19 Unternehmen getroffen, die ich einfach gesprochen habe. Highlight für mich war vielleicht Syzygy, die ich vorher noch nicht kannte, ist ein kleiner Syzygy, genau, Online-Medienagentur, die, wo mir, da habe ich den CTO getroffen, was immer spannend ist, wenn man nicht mit einem CFO spricht, sondern jemanden, der wirklich Ahnung vom operativen Geschäft hat. Der hat mich erstmal aufgeklärt, dass ich nicht von einer Medienagentur sprechen soll, weil nur 30% des Geschäfts tatsächlich klassisches Agentur Geschäft ist und der viel größere Teil, der digitale Background hinsichtlich CRM-Systeme und wie man das Backend vom Marketing oder vom Online-Auftritt überhaupt aufsetzt. Und das fand ich ganz spannend, weil das hat so ein paar Punkte, muss dazu sagen, dass meine Frau aus dem Marketing kommt und tatsächlich aus dem Online-Marketing auch, das heißt, ich habe viele Anknüpfpunkte, kannte die Firma aber nicht, bisher nicht. Und das war einfach ein super spannendes Gespräch, was ich da hatte. Muss man im Nachhinein sagen, habe ich mir die Bewertung angeguckt. Ist leider wie viele gute Unternehmen zurzeit relativ teuer. Aber vom Operativen her und von der Aufstellung und auch von der Chemie, die ich da in dem Gespräch hatte, ein tolles Unternehmen. Und das war eine Überraschung, ein Highlight. Genau, wenn du sagst Backend, aber ich meine, wenn du jetzt komplett Cloud gehst, so Salesforce, da brauchst du die ja eigentlich nicht mehr, oder? Weil es ja dann alles in der Cloud ist, oder? Die machen das dann, wenn du so eine eigene Hosted-Lösung hast, irgendwie so ein Microsoft oder irgendwie so ein altes Ding? Oder ja, ja und nein. Es geht auch darum, wie du zum Beispiel, also dann und da kommt wieder die Agentur, diese Mischung aus Agentur und Backend ins Spiel. Wie machst du das eigentlich, ein einheitliches Auftreten gegenüber deinen Social-Media-Kanälen, deinen Newslettern und so weiter und so fort. Das kann Salesforce alles, aber du musst es natürlich, wie auch beim SAP-System, du musst jemanden haben, der das sozusagen einspielt und dir das Ganze alles richtig aufsetzt.
Und da kommen die dann ins Spiel. Also vielleicht muss man dann eher von einer Beratungs-, von einer IT-Beratung sprechen, à la vielleicht eine All-for-One-Group, die das für ERP-Systeme, für SAP macht. Und eine Salesforce ist dann tatsächlich ein Lieferant für die, dass sie sozusagen das Salesforce-System für dich aufsetzen. Also das ist deren Geschäftsmodell, wenn man so möchte. Diese ganzen IT-Beratungen sind eigentlich ganz gut gelaufen. Ich hatte es so ein bisschen verpasst, weil ich das eigentlich das Geschäftsmodell nicht so gut fand. Also meine Frau hat auch mal so ein bisschen in diesem Segment so erweitert gearbeitet. Und ich habe eigentlich gedacht so, okay, wenn du kein eigenes Produkt hast, bist du irgendwie so ein MeToo, es ist People-Business, die Löhne steigen. Und wenn mal die Krise kommt, dann werden halt so teure IT-Projekte halt auch mal schnell alles gecancelt. Also ich habe es auch eine Freundin, die in so einem Segment arbeitet, meint auch, es wird gerade so ein bisschen düsterer und es ist halt schon sehr prozyklisch. In den letzten 10 Jahren lief halt alles gut, alle müssen digitalisieren und du kannst natürlich ohne großes CapEx da wachsen, aber ist halt immer so die Frage letztendlich, wie differenzierst du dich da? Und es ist halt nicht so einfach. Ne? Ist definitiv. Also da sprichst du auch genau du hast eigentlich alle Punkte angesprochen. Also das Schöne an dem Business ist, es ist Asset Light. Also du brauchst kein CapEx. Du musst, eigentlich ist alles variabel. Und hochgeht, ist die große Schwierigkeit, Fachpersonal zu finden. Wenn es runtergeht, ist die Schwierigkeit unter Umständen, das Personal schnell genug wieder freizulassen. Aber du brauchst sonst keine Investitionen, die Büroausstattung und so weiter, ist alles vernachlässigbar. Gleichzeitig hast du als Lieferanten halt tatsächlich die großen Softwarehersteller. Das heißt, da hast du einen Margendruck, du hast bei deinem Personal einen Margendruck, wo der Unterschied kommt und das habe ich auch mitgelebt, als ich dann für ein Unternehmen gearbeitet habe. Wenn man sozusagen IT-Dienstleister, Berater hat im Haus und tatsächlich keine Inhouse-IT, dann ist es natürlich so, dass du den Fuß einfach drin hast und du auch nicht einfach wechseln kannst tatsächlich, weil der kennt dein System, der weiß, wie es ausgesetzt hat. Wenn du als Nutzer irgendein Problem hast, dann rufst du halt deinen IT-Berater an und sagst, ich kann schon wieder nicht auf die Datenbank zugreifen, was ist los? Oder worst case, ich habe einen E-Mail-Anhang geöffnet, alles ist gesperrt, Virus drauf, wie komme ich zum Stand von gestern zurück? Solche Fälle halt. Und dafür hast du deinen IT-Berater. Und wenn du drin bist sozusagen im Geschäft, ist es eigentlich relativ safe, wenn es jetzt nicht reines Projektgeschäft ist. Also wenn du tatsächlich sozusagen langfristige Kundenbeziehung aufbaust und danach die Wartung und den Service des Systems mitkriegst, und das ist meistens der Fall, dann ist es eigentlich auch in Krisenzeiten ein recht solides Geschäft. Margensprünge, das ist halt immer der Punkt, wenn man es vergleicht mit, weil man immer denkt, da steht IT dran und ich vergleiche es mit irgendwelchen Softwareunternehmen. Das darf man nicht. Also man muss halt von einstelligen Margen ausgehen und die Wachstumsraten sind natürlich in guten Zeiten da, aber du hast eigentlich auch ein ziemlich solides Kerngeschäft und ich finde die Kombination in Summe ganz interessant, aber natürlich muss man dann letztendlich die Bewertung dieser IT-Dienstleister sich angucken und da haben wir im Moment viele, die wohl, also sehe ich genauso wie du, die eher sportlich bewertet sind. Ja, vor allem bei mir ist auch oft immer so, also die Software ist ja das höherwertige Geschäftsmodell und eine SAP war irgendwie günstiger. Dann würde ich lieber die SAP. Würde man die SAP, richtig. So, als ich ein SAP-Beratungshaus habe. Plus, wenn wir sagen, Cloud-Thema setzt sich wirklich durch, auch irgendwann mal in Deutschland, die da ja sehr konservativ sind. Ich glaube, da hast du dann auch weniger Beratungssachen. Ja? Weil aktuell hast du in der ganzen Transformation musst du viel machen, aber wenn so ein Cloud-Thema ist, dieses ganze Wartungsthema, irgendwann, glaube ich, hat halt, sage ich mal, eine typische mittelständische Firma, ist irgendwie in AWS oder so drin, hat dann noch ein paar Software-Sachen und die Leute kriegen ihre Logins. Ich glaube, da passiert dann schon insgesamt ein bisschen weniger, aber ja, also und klar, das ist die Frage, was Anteil Projektgeschäft ist und dieses Wartung. Ja, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Das eine ist, ich will Accenture ins Haus oder irgendwie für ein großes IT-Projekt und das andere ist dieses kontinuierliche Wartung, wo ich mir dann auch irgendwann überlege, wenn ich größer bin, ich hole mir so selber so einen IT-Guy rein ins Haus. Ja, oder ich werbe. Was halt auch immer das, was ich auch bei meiner Frau gemerkt habe, die guten Leute werden dann oft abgeworben. Ja? Ja, es ist immer der Punkt sozusagen, also wenn dann auch, du hast Familie vorhin angesprochen, ich habe mich lang oder jetzt das letzte halbe Jahr tatsächlich mit
All for One, deswegen hatte ich die als Beispiel auch angesprochen, weil sie sozusagen in meinem Kopf natürlich immer noch sehr präsent ist, mit All for One Group beschäftigt, dem SAP-IT-Berater. Und das ist tatsächlich immer ein großes Thema. Dieses IT-Beratungsgeschäft ist halt viel auch im Auto zum Kunden hinfahren, zum Klienten hinfahren und neue Projekte. Das ist spannend, wenn du von der Uni kommst und 5 Jahre richtig Gas geben willst. Aber in dem Moment, wo du eine Familie gründest und zettelst sozusagen, ist natürlich, steigt auf einmal die Attraktivität, jeden Morgen zu einem Platz zu fahren von der klassische 9-to-5-Job und halt auch Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und nicht in Hotels und Autos zu leben. Und das war eigentlich sein, also es war sozusagen, er sagt, es gibt diesen Punkt der IT-Berater und da müssen sie dann immer Nachwuchs finden, wo die halt sagen, ja, jetzt ist Familie da und jetzt will ich das Leben auf der Straße eigentlich nicht mehr. Ansonsten ist es, glaube ich, für den Uni-Abgänger spannender, in so einem Geschäft oder in so einem Unternehmen zu arbeiten, wo du viel siehst, viele unterschiedliche Firmen kennenlernst, viel ausprobieren kannst vielleicht auch, als wenn du halt in einer Firma bist, wo alles dann irgendwann halt Routineaufgaben sind. Ist halt immer eine Abwägung. Aber ja, hast du recht. Also ja, bei uns auch Punkt. So. Ne? Also viele Leute gehen ja dann irgendwie zu den McKinseys und BCG, um einfach viel zu sehen. Ja. Und die sind aber jetzt auch alle, glaube ich, draußen oder 90% machen wir das. Okay, also dann genau, IT-Beratung. Ich glaube halt so ein bisschen, das lief halt jetzt einfach sehr, sehr gut. Einige, glaube ich, die spannenderen Aktien finde ich dann so vielleicht so eine, müsste ich mich auch nochmal mehr beschäftigen, so eine Cancom, die halt dann auch mehr so eigene Produkte irgendwie entwickeln und die beim Kunden implementieren. Ich glaube, das kann dann ein Sweet Spot sein, aber da gibt es auch so ein paar Werte aus der zweiten Reihe, wie eine M-Wise oder so. Das ist halt doch nochmal ein anderes Businessmodell. Aber auch sehr gut gelaufen. Also ich meine, wenn man da die Systemhäuser sind, das ja, wenn man die dazu holt, Data Group, Bechtle, da hat man natürlich sehr spannend vom Geschäftsmodell auch, aber auch extrem gut gelaufen. Also muss man auch die Bewertung dann angucken. Ja, also bin ich so ein bisschen, gerade wenn jetzt mal, das sind eigentlich so typische auch so Sachen, die in der Rezession dann auch mal Probleme bekommen, weil dieser Projektanteil dann wegfallen kann. Ach. Okay, nee, dann, wir haben gesagt, wo du dich ja auch sehr gut auskennst und was auch gut gelaufen ist in den letzten Monate, ist CW. Ne? Kommt bei dir kommt bei mir um die Ecke, kann ich Geschichten, also ist tatsächlich eine Oldenburg-ansässige Firma und ich sag mal, im kleinen Rahmen, schon seit Jahrzehnten im Familienbesitz und damit natürlich in der Historie und da man einfach, also mein Bruder hat auch eine Fotoausbildung da gemacht, kenne ich das Unternehmen sehr gut. Bin auch Anfang des Jahres mit meiner Firma eingestiegen zu einem sehr guten Kurs. Gestern das erste Mal dreistellig gerissen, das ist Wahnsinn. Also die Entwicklung ist positiv verrückt. Nee, die lief auch lange Zeit seitwärts und war eigentlich immer günstig. Und dann ist so, irgendwann denkst du so, was ist jetzt der Katalysator, wenn sie immer günstig bleibt? Irgendwann verlierst du dann so die Geduld. Ne? Also ich bin auch mit dem Wikifolio in einer kleinen Position drin und verfolge die auch schon ganz lang, weil ich war immer bei Holzbrink Digital und uns hat mein Fotobuch gehört. Das war so ein Konkurrent damals. Ja. Und CW hat eigentlich so, das war auch mal so ein Startup-Thema, aber CW hat dann die meisten so ein bisschen platt gemacht. Der Markt für Fotobücher wächst selber auch nicht mehr so. Aber sie nehmen wächst nicht mehr so, aber wächst noch. Also das muss man natürlich... Sie Marktanteile ab. Und qualitativ sind sie echt gut. Also ich bin ja hier in Spanien, da gibt es Hoffmann und das ist echt scheiße. Ja. Also da fliegen so die Seiten raus und es ist... Okay, das ist nicht so schön. Ne? Nee, so Druck... Also nee, das was du ansprichst... So eine deutsche Paradeindustrie eigentlich aus Buchdruck und Drucken. Ja, wenn man sozusagen da ganz weit zu Gutenberg zurückgeht, natürlich. Also ja, aber auch Heidelberger Druckmaschinen und wie heißen die anderen da? Bauer? König und Bauer. Nee, das, definitiv. Also das ist ich habe den CFO, den Holzkämper, Dr. Holzkämper. Wie bitte? Lustiger Typ. Ich hatte einmal ein Meeting mit dem, hat er schon so, ich weiß nicht, ob er einen Sitzen gehabt hat, aber er war sehr, sehr lustig irgendwie. So ein bisschen gelöst, also ein bisschen, er ist nicht steif, sagen wir es mal so. Nee, er ist nicht steif und er ist jetzt ausgezeichnet worden zum CFO des Jahres tatsächlich. Er war auch da sehr, also es ist immer so ein bisschen für mich, wenn ich mir ein Unternehmen angucke. Also es ist natürlich so, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke mir die Zahlen an, nackte Fakten.
Bilanz rein, Gewinn- und Verlustrechnung rein, auch den Anhang angucken. Einfach stimmen die Zahlen zu dem Geschäftsmodell, was ich mir vorstelle, ohne mit irgendjemandem zu sprechen oder irgendwas, sondern das ist sozusagen mein kleines Kämmerlein, mein Computer hier, wo ich mir sozusagen das angucke. Und wenn das muss stimmen. Wenn das stimmt, dann kommt der nächste Schritt, wo ich tiefer sozusagen mich mit dem Unternehmen reingehe und auch dann anfange, über die Branche zu lesen, was du jetzt sagst, was ist eigentlich ein Fotobuch, was ist relevant für den Markt, wie wächst eigentlich der Markt. Das habe ich mir alles noch nicht angeguckt, sondern ich habe mir nur die Zahlen angeguckt. Und der dritte und letzte Punkt sind dann die Menschen in einem Unternehmen. Und da ist dann tatsächlich sozusagen, wenn mir der CEO, der CFO, wenn ich spreche mit den Unternehmen, in die ich investiere, ist es nicht eine Apple oder eine Alphabet, das ist egal, aber ich sage mal, wenn es in Small-Mid-Cap-Bereich geht, spreche ich eigentlich mit allen Unternehmen, in die ich investiert habe. Und wenn da die Chemie einfach nicht stimmt und ich mit dem Menschen und der Kultur, die da im Unternehmen gelebt wird, keine Verbindung aufbauen kann, dann ist das tatsächlich auch ein Ausschlusskriterium für mich. Also das ist sozusagen die letzte Hurdle-Rate, dass auch die Menschen, in die ich investiere, und das ist immer bei einer Unternehmung ist immer ein Zusammenschluss von vielen Menschen. Und das Menschliche muss da auch stimmen, sonst passt das ganze Investment nicht. Und das stimmt bei dem Dr. Holzkämper definitiv. Ja. Zu CW ein bisschen Hintergrund, weil du sagst, sie sind lange seitwärts gelaufen, das ist richtig. Gibt so eine Die Story, die hier in Oldenburg immer erzählt wird, und das war 2004, ist ein Hedgefonds eingestiegen und da war die Umstellung gerade von analog auf digital. Also CW ist eine der wenigen Firmen, die es geschafft hat, aus einem analogen Geschäftsmodell ein digitales Geschäftsmodell zu machen. Da gibt es ganz, ganz wenige, die so einen Wandel schaffen, was dann auch sich in der Kultur widerspiegelt. Also wenn man heute mit CW-Mitarbeitern oder mal zur Hauptversammlung geht, dann merkst du, dass Innovation und Wandel, stetiger Wandel, in der Unternehmenskultur verankert ist, was sehr positiv ist. Also das ist sozusagen jedes Unternehmen, es gibt die Unternehmen, die in ihrer Historie gefangen sind und sagen, wir waren da die Größten, die Besten, die Tollsten. Und es gibt dann das, gerade in Deutschland, genau, und die dann Trends und Wandel verpassen. Und dann gibt es Unternehmen, die in der Kultur verankert haben, und da zähle ich die viele amerikanische Tech-Unternehmen dazu, aber da zähle ich auch eine CW zu, die halt in ihrer DNA, in ihrer Kultur diesen Wandel verankert haben und versuchen sich immer neu zu erfinden, neue Produkte rauszubringen und weiterzugehen. Und man hatte dann nach diesem Hedgefonds-Angriff 2004 und dem Abwehr des Hedgefonds sehr wollte, das analoge Geschäft sozusagen ausbluten lassen, eine Sonderdividende, klassischer Leverage Buyout machen. Und da hat sich die Firma, das Management, gegengestellt und gesagt, wir haben eine Strategie, in die digitale Zukunft zu gehen mit neuen Produkten, mit Fotobüchern. Haben sich dagegen gestellt, haben auch tatsächlich hier in Oldenburg richtig Werbung bei den Oldenburgern Aktionären gemacht, gegen den Antrag des Hedgefonds zu stimmen, die Dividende auszuschütten, um die Übernahme des Hedgefonds sozusagen zu finanzieren. Auch wenn das natürlich für den Aktionär, also in der Historie, du hast einen Aktienkurs niedrigen zweistelligen Bereich gehabt und wolltest eine Dividende im niedrigen zweistelligen Bereich ausschütten. Also es war richtig krass sozusagen das Verhältnis da. Haben die gewonnen, haben dann die digitalen Shift gemacht und dann hast du 10 Jahre gehabt, wo analog runtergegangen ist jedes Jahr und digital jedes Jahr gewachsen, aber Umsatz insgesamt halt stagniert. Und das konntest du natürlich sehen, wenn du dich mit dem Unternehmen beschäftigt hast und eingestiegen hast, aber wenn du von außen drauf geguckt hast... Wie bitte? In Bloomberg siehst du es nicht auf den ersten Blick. In Bloomberg siehst du es nicht auf den ersten Blick und dann, dadurch, dass du es nicht auf den ersten Blick siehst, auch im Aktienkurs nicht. Und dann kam, und das hat halt wirklich ein Jahrzehnt, also es ist nicht ein Wandel gewesen von 3 Tagen, sondern es hat ein Jahrzehnt gedauert. Und das ist dann, sind wir im Jahr 2014, 15, wo dann auf einmal der Shift kommt und das analoge Geschäft ist faktisch weg und das Digitale wächst weiter. Und dann hast du auf einmal Wachstum da und das ist das, was du dann in den letzten fünf Jahren gesehen hast, dass die Aktie einfach von einem niedrigen zweistelligen Bereich jetzt auf aktuell dreistellig gewachsen ist, ja. Also 4-5-fach. Und das ist einfach eine sehr, also sehr interessante, sehr erfolgreiche
erfolgreiche Story. Das ist natürlich nicht bei allen Unternehmen und auch nicht allen Investments so, aber da definitiv. Nee, digitale Transformation und Omnichannel. Ne? Du kannst halt auch in den BM oder so gehen, das haben sie echt ganz gut gemacht. Axel Springer würde mir noch als Beispiel einfallen, die es auch gut hinbekommen haben, digitale Transformation hinzubekommen. Da hat der Chef mal gesagt, wer nicht digital denkt, muss gehen. Und du musst halt mal radikal sagen, weil sonst wachen die Leute nicht auf. Ja? Und ich sehe da in Deutschland, wir verpassen da in vielen Industrien so. Oder wenn dann, ich habe das, als ich auch bei alten Arbeitgeber und da macht man dann schon so die richtigen Dinge, aber nicht mit letzter Konsequenz. Ja, du hast dann so. Aber nicht in letzter Konsequenz, Projekt, ne? Du hast so ein kleines Projekt, die kriegt ein Budget, dass man sagen kann, man macht was, aber das Kerngeschäftsmodell der Leute, die sabotieren es eher und man macht es halt nicht mit letzter Konsequenz. Und wenn du wirklich zu so einem Umbruch kommst, dann musst du es mit letzter Konsequenz machen und das Kerngeschäft ausbluten lassen und das andere halt dann aggressiv investieren. Aber das ist auch, es ist extrem schwierig, weil du natürlich, du musst dich selber angreifen. Ich finde ein schönes Beispiel, die das sehr positiv angegangen ist und jetzt in den letzten Jahren leider in der letzten Konsequenz nicht weitergeführt haben, ist BMW. BMW hat eigentlich mit der Elektromobilität den richtigen Ansatz gewählt, auch gesagt, wir machen das Elektroauto, das wird nicht von den Petrolheads entwickelt, sondern wir machen sozusagen in BMW ein Startup, eine Art Startup, es war natürlich kein Startup, statten die mit richtig Geld aus und die dürfen ein Elektroauto entwickeln. Das haben sie gemacht, i3, i8. Und dann haben sie es leider, und da waren sie von den deutschen Automobilherstellern, wahrscheinlich von allen Automobilherstellern aus der alten Welt, Tesla und die neuen mal ausgenommen, waren sie am weitesten mit. Und dann haben sie das nicht konsequent weitergeführt. Also, bin ich genau bei dir. BMW wird, glaube ich, mal so ein Business Case, so in den MBA-Studien, wie man es genau nicht machen soll. Ja? Sie waren zu früh mit dem Elektroauto, aber der i3 sah dann auch genauso aus, dass sie ihr bestehendes Auto nicht kannibalisiert hat. Und dann hat plötzlich einen Chef gehabt, weiß ich noch, als der an die Macht gekommen ist, hatte, niemand kann etwas Böses über ihn sagen. So, ja? Aber wenn du im Umbruch bist, dann brauchst du jemanden, ich nenne es einen War CEO, ja, der irgendwie eine Entscheidung trifft und der hat einfach nichts gemacht. Ich weiß auch von Leuten, die hat der i5 und sowas, der war alles in der Schublade. Das hat man dann gemacht, weil man wollte halt seine SUV-Profite schützen und hat es dann nicht und alle haben gesagt, damit verdienen wir weniger Geld und keiner denkt halt weiter als 2-3 Jahre. Und das nervt mich bei so vielen deutschen Firmen so, weil die werden halt von irgendwelchen Managern geführt, die irgendwie nach Quartalszahlen decken. Und die haben ja kaum gründergeführte Firmen wie die Amerikaner, die großen, die mal auf 10, 15 Jahre denken. Und also, wobei BMW ja vom Ansatz mit der Quant-Familie, ist es ja sogar vom Ansatz alles da. Du hast einen Ankerinvestor, der das sogar mitgetragen hat am Anfang. Und du musst dann halt, und das ist dann, wie du sagst, also es wird wahrscheinlich ein trauriger Business Case in den MBA-Studien. Und BMW, ich meine, die waren so perfekt positioniert, auch so die Marke und das Produkt war ja wirklich sehr, sehr iPhone-nah. Das war ja der modernste deutsche Automobilhersteller. Ja. Und jetzt kommt das erste Produkt, glaube ich, 21, 22. Ja. Und I don't know, ja, das wird dann echt hart, vor allem mit der, sag ich mal, das gilt auch noch stärker auch für die anderen Premium-Hersteller. Also die Leute, die Macht haben ja irgendwelche Leute, sage ich mal, Mitte 40 bis Mitte 50, so das obere Management. Und die wollen keine Veränderungen. Die wollen da einfach weiter, wo schon mal sagen, 5 bis 10 Jahre geht's noch. Ich verdiene alle 6-stellig, ohne jetzt so viel Stress zu haben. Und dann willst du keine Veränderung. Ja? Und jetzt das Lustige ist, selbst wenn jetzt über Elektroauto reden, sagen sie, ja, wir müssen das machen wegen dem Staat, wegen irgendwelchen Sachen. Also nicht, weil sie irgendwie selber davon überzeugt sind. Weil sie, ja, und das war, der Ansatz war ja anders. Also sie waren ja da. Ja. Sie waren genau an der Stelle, ohne dass irgendein Staat gesagt hat, macht Elektroauto irgendwas, sondern sie haben es selber eigentlich alles richtig erkannt und waren, ja, ich würde sagen, da ist vor 4-5 Jahren, du wirst du sagst, mit dem Managementwechsel, das ist schiefgelaufen. Ja, und da hätte man weggegangen, die das damals entwickelt haben. Also auch die Jungen, die waren dann echt, also weiß ich habe mir auch irgendjemand erzählt, weil ich wohne ja in München und bin hier auch ein bisschen näher dran, ist dann echt so BMW eigentlich wirklich sehr wenig innovativ ist. Die kaufen Tesla, zerlegen den und gucken dann und sind so, oh, das kann man auch so machen, sind dann so beeindruckt, ja, aber es ist irgendwie. Was ja nicht verkehrt ist. Also MeToo
ist nicht im Sinne von MeToo, ich mach's besser, ist ja nicht verkehrt, sozusagen, da einfach das nachzubauen. Aber da muss man halt schon sagen, ich glaube, noch vor 3 Jahren oder so hat Volkswagen das größte Forschungsbudget der Welt gehabt. Ja, da ist wenig Innovatives rausgekommen in den letzten 10 Jahren. Ne? Also generell. Na, mal gucken. Aber ich glaube zumindest BMW und Daimler, das wird noch richtig hart, aber die werden es überleben, weil sie halt diese Premium-Marke haben und die Leute es dann doch irgendwie shiften. Und das Vorteil ist, beim Automobilhersteller, du musst die Produktion aufbauen. Das kostet viel Geld, was ja Tesla merkt. Es gibt nicht so Player wie bei Smartphones, wo ich alles outsourcen kann. Und der Sales-Zyklus vom Auto ist halt 10 Jahre und nicht 2 Jahre. Sonst hätten sie ein massives Problem und wären vielleicht schon 2, 3 Jahren tot. Dadurch haben sie eine sehr, sehr gute Chance, das alles hinzubekommen. Haben sie Zeit. Muss den Kulturwandel halt hinbekommen. Ja, und das... Ja. Mal gucken. Du, dann wollen sie es gar nicht zu lang machen. Du hast gesagt, genau, CeBe läuft super. Jetzt wahrscheinlich langsam so ein bisschen teuer. Aber wahrscheinlich so... Also bei mir ist so, ich steige günstig ein, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Ausstieg. Ist viel schwieriger als der Einstieg. Und bei CeBe bin ich jetzt so am oberen Rand meiner Bewertung mit der Dreistelligkeit. Das ist aber noch für mich dann nicht zwingend ein Grund auszusteigen, aber sicher auch kein Zeitpunkt, um neu einzusteigen. Normal realisiere dann so die ersten Gewinne, dass ich auch so von der Risikoperspektive, dass ich halt nicht zu hohe Klumpenrisiken habe und sonst lasse ich es laufen und wenn der Trend dann irgendwann bricht, dann muss man halt dann schnell sein. Ja. Aber sonst oft läuft es ja dann noch länger, ja, wenn dann irgendwann die Momentum-Trader einsteigen, dann ist ja Bewertung komplett egal und das würde ich eigentlich gern mitnehmen. Ja, genau. Und das ist im Moment, ist man im Bewertungsrahmen noch, aber sicher am oberen Ende der Skala. Unsere KGV ist so um die 18, das ist ja eigentlich noch in Ordnung. Ne? Also ich habe hier mal so die Startup-Wettbewerbe angeschaut. Die sind ja irgendwie, oder auch so ein Vista-Print oder sowas, die haben ja erstmal mal beim 30er getradet. Ja? Also, aber damals war der Markt auch noch ein bisschen heißer. Ja? Jetzt so ein bisschen, ich habe so langfristig so, ich merke ja selber, ich habe jetzt alle Fotos irgendwie so doch irgendwie in der Cloud oder irgendwie abgespeichert. Ein Fotobuch macht man dann doch ein bisschen weniger, jetzt vielleicht so ein bisschen mit den Kindern, so für die Großeltern und so, aber... Also das ist, ich sag mal, in den 20ern bist du nicht der typische CeBe-Kunde, sondern du fängst an, mit CeBe in Kontakt zu kommen, wenn du heiratest und dein Hochzeitsfotobuch sozusagen machst. Das ist so das erste Große, dann kommen die Kinder, dann fängt man an und will den Kindern halt auch was mitgeben und was machen, was sie sich dann angucken können und die Entwicklung nachvollziehen können. Wir haben es tatsächlich angefangen, jetzt mit unsere Große wird jetzt 3 und wir haben bisher für jedes Jahr ein Fotobuch, also Jahr 1, Jahr 2 ein Fotobuch, für Jahr 3 werden wir jetzt auch ein Fotobuch. Danach wird es wahrscheinlich einfach, weil das Fotopensum, wobei es heute hoch ist, etwas nachlassen wird. Vielleicht wird dann mit 5 das nächste kommen, aber wir wollen ihr eigentlich schon mit 18 sozusagen einen Satz Fotobücher in die Hand drücken. Ja. Ihr Leben sozusagen oder ihre Kindheit, dass sie es immer wieder angucken können und auch nicht in der Cloud. Also natürlich kriegt sie das auch digital, die Bilder irgendwann, aber das ist was anderes. Und dann hast du irgendwann, das sagt CeBe zumindest immer, das gebe ich jetzt mal relativ ungeprüft weiter, hast du halt die Zielgruppe 40 plus, die ihre großen Reisen, ihre Kreuzfahrt und dann wirklich 3, 4 Fotobücher im Jahr machen, um das einfach sozusagen dann sich abends am Feuer noch anzugucken, am Kaminfeuer. Ich glaube, irgendwann weg, dass man das alles aber auf meinem Print gesichert hat. Nee, du, aber bevor es jetzt zu lang ist, noch sagen, CeBe, genau, das obere Bewertung, was ist eine Aktie, die du jetzt so in den letzten Wochen, Monaten vielleicht gekauft hast oder sagst du, die findest du jetzt auch ein bisschen spannender so als... Gekauft und spannender. Ich habe nachgekauft tatsächlich Technotrans. Das ist aber ein schwieriger Fall. den Nachkauf ist jetzt auch schon, die haben eine Gewinnwarnung rausgegeben, muss man dazu sagen. Und da hatte ich ein gutes Gespräch auf dem Eigenkapitalforum, muss aber jeder wirklich tief einsteigen und sich sicher sein, ob er dabei sein möchte. Wir sind weiter im Bereich Print und Druck, weil Technotrans ist einer der größten Zulieferer für Heidelberg Druck und König und Bauer. Die machen
reden immer von Flüssigkeitsmanagement, also die machen die Teile, wo die Farbe dann auf die Rollen und so weiter aufgetragen wird. Und die haben jetzt Probleme bei einem Werk gehabt, weil sie eine SAP-Einführung, da schließt sich dann auch der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt hatten, gemacht haben, die sie in-house gemacht haben, ohne Berater. Das hat nicht so ganz gut geklappt. Und die Schwierigkeit ist bei dem Unternehmen im Moment zu unterscheiden, was ist tatsächlich Konjunktur und Markt und was ist ein zu lösendes In-house-Problem. Meiner Einschätzung nach ist es ein größeres In-house-Problem gelöst ist und was sich dann auflösen wird. Es spielt aber rein, dass man eine konjunkturelle Abschwächung hat und dadurch natürlich die Wachstumszahlen, die man eigentlich erwartet hat und auch den Gewinn nicht so halten kann. Aber es ist zumindest ein Fall, der nicht ganz teuer ist und der eine interessante Chancen-Risiko-Konstellation hat. Okay. Ich habe es mir auch mal kurz angeschaut, werde ich mir nochmal näher anschauen, aber es ist nicht so ganz meine Branche, irgendwie so Maschinenbau, weil ich da immer so die strukturellen Sachen habe und es ist zyklisch, aber naja, ist auf jeden Fall mal heiß. Ist es. Super, Till. Ist jetzt ein bisschen länger geworden noch als gedacht. Lass es gerne mal wiederholen. Einfach so ein bisschen über Aktien tauschen. Gerne. Und das Buch von Till ist auch verlinkt im Video und genau auch der Link zu seiner Firma, wo du investierst. Wenn es mal jemand interessiert, kann sich das auch mal anschauen und den irgendwie kontaktieren. Genau. Ansonsten. Ja. Also ich stehe mit jedem eigentlich gerne im Austausch. Vor allen Dingen auch kritisch. Also wenn jetzt, ihr habt mich über All for One, über CW, über Technotrans kurz hören gehört, ich bin da froh, wenn mir jemand sagt, es ist alles falsch, was du da erzählt hast, das ist komplett anders. Das sind mir die liebsten Gespräche. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das für mich auch eine Motivation, warum ich YouTube mache, weil ich tue meine Meinung hochladen und wenn ich negatives Feedback bekomme, entweder lerne ich was dazu, dann mache ich keinen Fehler, oder ich verstehe die Short-Seite, wenn ich weiß, okay, der denkt genau so. Richtig. Aber ich bin weiter, dann weiß ich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, weil meiner Meinung nach wird er irgendwann falsch liegen. Und oft bei so Aktien, manchmal poste ich auch mal ein bisschen was Kritisches zu irgendeinem Highflyer. Also was heißt kritisch oder ausgewogen? Wenn dann emotionale Beleidigungen oder sowas, die gar nicht mit der Sache sind, dann weiß ich, schwierige Investoren drin und bei der Aktie muss man echt aufpassen. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz wenn man als Investor dazulernen will, immer halt sachliche Kritik, aber letztendlich keiner weiß alles. Ja? Selbst das Management von der Firma weiß auch nicht alles, was passiert und das, man muss einfach immer wissen, man muss kritisch sein und man muss, glaube ich, eine starke Meinung haben, aber auch jederzeit die Bereitschaft haben, diese zu ändern. Ja, das ist, glaube ich, die große Kunst, das Aushalten und sich nicht bestätigen, sondern eher versuchen zu falsifizieren, also versuchen, den Fehler im eigenen Gedankengang zu finden. Und das macht dich dann zum besseren Investor. Okay, super. Mach's gut. Du auch, Philipp. Hat mich gefreut. Ciao.